So, let's go. Oh, was ist das denn? Das Gnümchen. Ich wieder zu viel ERS benutzt. Okay, ich bin meine Time Trial Zeit gefahren. Alter Madman auch. Moin, hey, so was geht. Damn. Erik! Oh, Peace-Trainer. Oh nein, das wird so ein Madman-Ich-Ding jetzt, oder was? Oh nein. Jetzt will ich auch aufnehmen. Ja, nimm auf. Alter, das wird ein Rennen, sag ich euch. Ich hab ein bisschen Angst zu starten. Boah, ein Regenrennen, ey. Also vor allem auch durchweg Ding, ne? Also wir haben Fullwet, wahrscheinlich Inter und gegen Ende trocken. Ja. Was willst du da jetzt alternativ denn planen? Boah, ey, der Crossover-Punkt, das wird ja ekelhaft. Nee, meine, wir haben Safe Safety Car. Ja. Ja, das kann natürlich sein, ja. Das wird ja jetzt unfassbar ekelhaft. Ja, wie plant man den jetzt? Und Horn. Kann man mit Inters? Ne, Inters sind 19 Sekunden. Ja, okay. Braucht gar keine Strategie, ne? Also. Nee. Nee. Nach Bedarf wird geplant. Das wird jetzt sehr krass. Dann starten wir. Oh. Es geht direkt los. Keine Einführungsrunde, ne? Ach so. Mhm. Ja, okay. Ah, gut, Erik, hast die Regeln durchgelesen? Finde ich gut. Ich hab gerade eben auch nachgeguckt, ob überhaupt Safety gerade ist. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht überheblich, dass ich gesagt habe, dass Madman hier gut starten kann. Wenn ich mich jetzt drehe, ne? Ich schäme mein wunderschön. Der ist gleich sowas von mir. Ey, ich hoffe. Einfach Regen trainiert. Good luck. Wir auch. Euch auch. Ebenso. Mach Platz. Oh Gott. Bist du neben mir? Ja. Oh Gott, im Himmel. Madman wird geghostet. Oh. Hast du noch einen besseren Start gehabt, Alter? Ja. Eieiei. Was ist bei Madman passiert? Der ist Turn 1 links rausgerutscht. Ich glaube, der hat sich erschrocken, als ich in ihm drin war. Aber du hast aber wir haben Kontakt gehabt, oder? Der ist nicht jetzt weg. Oh. Aber ist der einfach nur geradeaus weitergegangen oder hast du ihn gerammt? Ja, der. Nein, ich habe ihn nicht berührt. Ich habe nur dich berührt. Okay, nur wir hatten eine Berührung, ja? Ja. Okay. Multiple Vehicles, die gestoppt sind. Wahrscheinlich, oder? Ich bin nicht gut im Regen, sagt Erik, und ist neben mir am Start. Das habe ich nie gesagt.
hab gesagt, ich bin in diesem Spiel noch kein Regen gefahren. Madman ist übel langsam hinten. Stimmt, du bist noch keins gefahren, hast du gesagt. Liebe Regenrennen. Raphael auf Intas. Ja. Ja, Madman muss auf jeden Fall auf den Safety Car hoffen. Ist er jetzt letzter? Ich weiß nicht, ob das erst ist. Nee, der war noch im Mercedes. Die Leute, die sich fragen, warum ich keine Partikel auf dem Bildschirm habe, ich habe die, also keine Regentropfen auf dem Bildschirm habe, das ist, weil ich die Partikel aus habe. Nicht, dass in den Kommentaren gleich steht, warum hat der keine Regendinger auf dem... Cheater. Keine Regen-Cheater. Das killt halt die Bitrate auf Twitch, ne? Ja, das glaube ich. Kannst du nochmal ein iRacing-Regenrennen fahren und siehst du gar nichts mehr. Ja, ich erinnere noch an Dave ACC Suzuka. Erinnerst du dich daran noch? Ja, das war hammergeil. Zum Zugucken. Naja, zugucken so in Relation, du hast nichts gesehen. Da wäre ich auch gerne mitgefahren, ne? Dominik, Dankeschön fürs Folgen. Hast du das zwei Heckflügel mehr gemacht? Ja, ne? Nee. Okay, krass. Welche Breakboys fährst du? 57. Okay, krass. So weit vorne? Ja, bei Regen stellt sie ja immer nach vorne. Hab ich auch. Auf 56. Du hast einen Klick nach vorne gemacht. Maripo, sein wunderschön. Dominik, danke schön für deinen Follow. Danke dir. Was war denn standardmäßig? 53. Oh, bin ich im Quali auch mit 55 2 zu viel gefahren. Naja. Ja, gut. Boah, du bist so unter Bremsen so stärker. Oh, Red Bull stellt. Oh, jetzt war Bock. Jetzt wird richtig Bock. Greift du dich an? Nö. Raphael könnte halt einen Big Brain Move gemacht haben, ne? Mit den Inters. Ja. Der kann auch nicht gut sein. Noch ein Faust, okay. Ey, das hilft halt alles Raphael gerade, ne? Ja. Das ist nicht zu wenig. Ja, Erik ist halt. Also, Erik ist im Bremsbereich echt schneller, aber im Exit bin ich schneller. Ja. Also, in der Bremszone kommt Erik sehr hart ran, weil ich halt vorsichtiger bremse. Wobei, am Limit fühle ich mich jetzt auch nicht. Nee, ich gar nicht. Ich hab keinen Bock, mich zu drehen. Aber, ja. Okay, VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Alter, wie viel Schwung du einfach, als ich noch bremsen musste. Ja, aber hier macht's keinen Sinn. Nee. Hier haust du uns nur beide raus. Ja. Komm, kein Verstappen, Vettel. Nee, bitte nicht. So krass, dass die APMs hier angepasst haben. Also du kannst hier einfach schön im siebten Gang bleiben. Boah, diese Bumps, ne? Die kotzen so an. Das Force Feedback auch für dieses Game ein bisschen hochgestellt. Nervt richtig. Ich habe auch tatsächlich 20% hochgestellt. Also bin früher auf 35 gefahren, zumindest in Fanatec. In Fanatec-Einstellung habe ich auf 55 hochgemacht. Delta
bit longer. But there's no question the track's drying. We might be in a position to change soon. Ob der Inter wird langsam schneller? Ja, wird er auch. Brauchen wir gleich Safety Car Hilfe, wenn Raphael führt? Ja. Also wenn es kein Safety Car kommt, hat Raphael wirklich einen Big Move gemacht. Moin, Panzerlachs. Junge, irgendwann fliege ich da. Digga, kann ich mal bitte aufhören, auf dem Trockenbremsen zu bremsen? Kann ich damit bitte aufhören? Reason auch auf Intro? Weiß ich nicht. Erik, wie du mir im Getriebe hängst, Alter. Also ich hätte dir direkt die Hand gereicht, hättest du mich jetzt da außen geholt. Während der Fahrt einfach so... Ja, ja, einmal so ein Shake. Also Jeff sagt zumindest gerade, glaube ich, so kurz vor Crossover-Punkt. Ja, ja. Haben wir auch gerade erzählt. Weil noch sind die Uets im Arbeitsfenster. Oh! Jetzt muss ich vorbei. Ja. Okay, so that's a red flag. Red flag. Ja, schade, Raphael. Red Flag? Okay. Lol. Ich wurde mir gar nicht angezeigt. Nicht? Ich auch nicht. Nee. Okay. Überhaupt nicht. Ich hab ja meinen Lenkrad voll erschrocken. Ja. Mein Lenkrad vor total leicht gerade. Ich hab mir erstmal die Regeln erzählt. Ja, Inter, ne? Ja. Ja. Ja, Big Move an Raphael, aber. Ich glaube, ich bin Host, deswegen kann ich direkt weitermachen. Warte mal ganz kurz so 2-3 Minuten. Ja. Wir sind echt alle erstmal auf Toilette. Ja, ich warte wenigstens kurz ein paar Minütchen. Damit alle schön aus ihrem Flow wieder raus sind. Aber du kannst jetzt auch nicht auf Ja, weitergedrückt. Ding. Ja gut, das ist wahrscheinlich der Spieler. Das Spiel, das den Timer runternimmt. So. Weiß ich, ob ich jetzt P3 bin? Oder P2? Also auf jeden Fall hinter Erik. Red Flag kam auf jeden Fall, wo ich hinter Erik war. Das kam scheiße eigentlich, weil ich vorher schon auf Interfiltern bin. Blue Flag? Ich hab Blue Flag. Naja, aber alles gut. Gut. Ah ja. Junge, Erik, bist du am Rumtanzen? Ja, ich weiß auch nicht.
Ja, F an Raphael, ne, für seine Strategie. Ja, das ist wirklich RIP. Die Idee war richtig. Das Auto fühlt sich komplett anders an. Merke ich gar nicht. Guck mal, Flügeleinstellung, ob du vielleicht einfach Standardzeit bekommst oder so. Nee, 48 Abtrieb. Okay. Hätten ja auch mal das ERS aufladen können, ne? Ja, geil, und in zwei Runden kommen wir schon wieder in die Box. Warum bin ich auch immer so viel schneller? Also gerade in Full Wet bist du geflogen. Boah, Alter, wie bremst der denn da, ey? Na gut, Erik. Ja, ja. Er ist alle. Achso, deswegen. Die ersten sind an der Box schon hinten. Hat aufgehört zu regnen. Ja. Also noch schneller. Ja, es hat auch schon aufgehört zu regnen. Boah. Auf welchen Reifen geht man denn jetzt auf Hard? Gute Frage. 17 Runden, ja. Hopsa. Alter, Erik. Das war der Curb. Ja. Don't do it. Nee. Hallo, Matthias. Digga, was haben wir für eine Gap, Erik? Der ES bekommt gar nicht mit. Wie stark Windschatten ist. Digga, wie du angeflogen kommst. Ich geh rein. Ja. Mach den Piastri und verliere 20 Sekunden. Ja. Also ich habe jetzt mal den harten genommen. Den nehme ich auch. Jesper auf Mediums. Interesting. Oh Mann, der ist an der Formel. Nein! Das ist natürlich ungünstig. Oh. Gelbe Flagge. Von der Zeit her geht's ja, ne? Aktuell komme ich nur nicht hin. Zwei Zehntel habe ich verloren bisher. Kannst eigentlich immer noch eine Runde draußen bleiben, oder? Ja, jetzt gehe ich rein. Ja gut, du musst. Ja, DRS ist an, du musst rein. Ja. Die Hinterreifen glühen. Nein! Besser. Ja, ja, ja. Moin, Leute! Moin, Rafa. Ah, das wird ja sogar knapp. Ja, viel verloren hast du nicht. Verloren? Hast du eine Position gewonnen?
Ja, die Harten auf Temperatur bringen ist halt kacke. Ja. Ja, stimmt, zuerst für 1,5 Sekunden verloren. Okay. Ach, ich sollte auch wieder ERS machen, ne? Vielleicht. Riesen auf Softs. Interesting. Ey, das ist krass, ja. Ey, der hofft auf den Safety Car wahrscheinlich. Wobei, die Mediums will er auch nochmal drinnen sehen. Hi, Markus. Glatt hier? Ja, Erik. Safety Car. Na gut, no point für mich reinzugehen. No point für mich reinzugehen. Und meinst du, Mediums halten bis zum Schluss? Bin mir nicht sicher, ich. In diesen zwei Runden 5%. Oh, bei dir wird es ja wirklich knapp. Also ich habe 5% auch, ja. Aber ich bin schon eine Runde länger draußen und so. Ja. Mann, jetzt wo ich dich attackieren hätte können, weißt du? Ja. Ja, bisher habe ich Glück mit den SCs und Red Flags. Ja. Ja, Markus, Jesper hat nur gewartet, dass du nicht dabei bist, dass er mitfahren kann. Okay, the safety car is out. Safety car is out. We need to form up at reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it positive. Moin, Leute! Moin, Ducky. Okay, ich hab irgendeinen in die Box gebaitet. Oh, Madman ist wieder da. Naja. Besser auf hart. Ja. Lang super interessantes Rennen, krass. Mhm. Auch super verschiedene Strategien. Du und Jesper mit Mediums, der Rest hinter euch mit hart. Natürlich jetzt Madman noch da. Yo, Markus, dankeschön. Daki, mein Engel, wie geht's dir? Erik, kannst du gleich mal da so bleiben? Ich brauche einen Pump, ne? Ich glaube, das letzte Mal, wo wir das machen wollten, ging es, glaube ich, nicht gut. Okay, danke. Stell dir mal vor, die würden das in echt machen. Fahrt mal kurz nebeneinander, wir brauchen ein gutes Foto fürs Social Media. Fürs Thumbnail für YouTube, Junge. Alter, sind die hart eiskalt bei mir. Holy moly. Und ich sehe gerade Jespe. Oh ja, 54 Grad. Meine sind bei 70 und sind trotzdem bestimmt kalt.
Ach, die Temperaturwarnung, weil die zu kalt sind. Ja gut, du kriegst deine Mediumzeit schon hoch. Ich muss halt mit den Harten halt wirklich kämpfen, ne? Wie viel Grad hast du deine? 53? 64? Ja, das im letzten Game, dass du einfach bremsen konntest, war viel geiler. Ja, das stimmt. Und es gibt einen Bug. Du kannst jetzt Pause machen und dann wird der Wert automatisch hochgesetzt, weil die KI halt immer perfekte Bedingungen hat. Mhm. Aber sehe ich das tatsächlich einen aktiv machen, disqualifiziere ich ihn einfach. Also Sachen wie, habe ich nicht gewusst, dass man das nicht darf, zählt halt nicht. Mhm. Ich sehe gar nicht, dass das so ist. Doch, doch. Ja gut, du spielst zu wenig auf 1, glaube ich, ne? Ja, das ist mein erstes 50% rein. Ja, krass. War das nicht letztes Jahr bei mir auch schon so? Letztes Jahr habe ich auch wenig gespielt, ja. Ja, aber du hast auch wieder dein erstes 50% bei mir im Ding gehabt, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal dabei war. Ich glaube, du warst am Anfang dabei. Nee, nicht direkt mal rein, ne. Aber warst auf jeden Fall bis. Also du warst auf jeden Fall lange dabei, das weiß ich. Ja, Österreich sind wir zusammengefahren. Kanada? Kanada, glaube ich, war das erste. Nee, Ungarn. Ach, Quatsch, Ungarn, sag ich Monaco. Ich krieg vorne rechts nicht warm. Ich krieg alles nicht warm. Auch nicht. Ich überhaupt nicht. Und ein bisschen Fernando Alonso mäßig. Ah, Safety Car in the Slab. Cool. Reifen sind gar nicht ready. Nee. Hast du, wenn du losfährst? Weiß ich noch nicht. Ich attackiere dich, alles gut. Okay. Jetzt so. Jesper, du darfst nicht! Jesper, du darfst nicht! Wie Jesper sich neben mich positioniert hat. Der Sack. Ich hab auch Wheels mit aus der Hölle gehabt, ne? Jeff hat gerade gesagt, ich bin faster, Daniel. Ja, free to attack. Ja, meine Reise nicht auf dein Partner. Meine noch nicht. Funktioniert aber wahrscheinlich besser wie meine. Ja. Oh, nehmen wir noch 72. Uiuiui. Ja, jetzt bin ich vorbei. So heftig, dass du die erste. Lass mal jetzt. Ach, lass mal. Wie heißt das nochmal? Degner 1, 2. Ja, genau. Vollgas fahren kannst ohne Probleme. Ja, ja. Über den Curb.
Also wenn jetzt ein Safety Car kommen soll, gehe ich rein. Und willst du auf Soft? Wäre gar keine schlechte Idee. Weiß nicht, ob das zu früh wäre. Na gut, jetzt kommt Jesper mir vorbei. Da kann ich mich verteidigen, wie ich will. Na guck mal, ob Jesper dich jetzt kriegt. Ein Glück, ich habe das Spiel noch gekauft. Das macht ja gerade so Laune. Ja, wenn man führt, macht Laune. Fahr mal gegen die Wand, ja, dann darfst du Laune Anfang, machen. Seit Anfang an. Ja. Ja, das Problem ist, Jesper wird Madman und mich nicht loskriegen. Nee, glaube ich auch. Oh, Reason geht für Jonas 130R. Red Flag, ach so. Erste Verwarnung. Etwa kann ich sehen. Jetzt könnte Soft passen. Ja. Oh, gehst du rein? Schwierig. Rang nach Box ist auf 17. Oh, schwierig, weiß ich nicht. Also ich mach Opposite von dir. Nee, dann geh du rein. Okay. Dürften Mediums nicht schneller sein? Weiß ich gar nicht. Stimmt, weil ich sie mehr beanspruchen kann. Du hast recht. Ja. Weil Safety Car wird ja jetzt auch noch bis Runde 21 draußen, dann hast du nur 6 Runden am Ende. Ja, dann rein. Ja, das Madman draußen, das hätte ich nicht gedacht. Reason of Softs, interesting. Ja, der geht auf Full Push, ne? Was hast du jetzt drauf, Medium? Mhm. Okay. Ich glaube, der Soft überhitzt zu krass. Gut, das kann, ja. Warum Reason müsste schnell mir vorbei, damit er Free Air hat. Und das wird erstmal nicht passieren. Oh, nur 6 Leute sind draußen geblieben. Ja, bin direkt dran. Krass. Aber jetzt wird auch noch brutal. Ja, schade. Bisschen schade für dich, weil du kamst echt weg. Aber wenn, sobald du den hinter dir aus dem DRS hast, ist halt wirklich vorbei. Ich muss jetzt hoffen, dass Madmans Reifen wieder einfrieren.
Ja, das ist das Nächste. Ja, soviel zum Thema Sprit-Thematik, ne? Ja, ja, ich hab 4 plus. 1,7. Hast du echt weniger mitgenommen? Ja. Nee, eine mehr. Oh, nur eine, krass. Also 0,7 habe ich jetzt gewonnen. War das nicht auch im letzten Teil, wenn eine Red Flag war, dass du irgendwie plus 2 Runden gleich hattest? Ja, weil die Race haben halt wirklich. Ja, genau. Hit this lap, glaube ich nicht. Schnauze, Jeff. Wie viel Prozent hast du? 25. Oh. Beziehungsweise hinten 20, vorne 25 und 16. Ja, ich kann die jetzt knusper warm machen, meine Reihe. Ich kann die halt wirklich kaputt machen jetzt. Die 7 Runden. Das ist das Verstappen, die Verstappen in Ding. Silverstone. Kann halt mit Full Push gehen. Ja. Ein Pier. Alter. Ein Fahrt komisch da vorne. Warum? Ey, ihr bremst auf einmal so Hammer ab, ey. Also ich mach halt Schirm. Hier hinten langsam und halt einmal durch. Alles gut, ja, alles gut. Wer hat sich da gedreht? Jesper! What the fuck? Ach, Digga! Also ich habe ja wirklich lange nicht mehr einen Jespinaler gesehen, ne? Ja. Dafür steht er mit seinem Namen, ey. Oh, die kriegen alle 10 Sekunden. Oh, weil sie Jesper überholt haben. Ja. Das ist Schmutz. Da kann man ja aber kennen. Kann ich rein theoretisch machen, ja. Aber auch nur, ich habe trotzdem mit den Software. Ich habe eigentlich gesagt, ja, ich tu von Spielen nicht wegmachen. Aber wenn Jesper seine Finger das Spiel hat. Sind noch kälter als beim ersten Restart. Ja, bei mir auch. Ja. Soft sind. Sagst du, wenn du losfährst, Erik? Ja. Danke. Jetzt. Danke. Oh, ist der Windschatten krass. Oh, jetzt habe ich den Flügelschaden. Ups, kann ich nichts machen. Komm mal, Donald nicht vorbei. Puh, Alter. Donald ist gerade nach hinten geleckt. Safety Car. Oh. Eieiei. Was ist denn mit dem Safety Car los? Ich hab doch nur auf erhöht gestellt, anstatt auch von Standard. Auf Standard hatten wir nicht ein Safety Car. Nicht eins. Ja, ja. Das ist ein bisschen unbalanced. Ich dachte, du gibst erhöht, kommt vielleicht ein Safety Car mehr. Geil, aber ich habe den Titel schon für die Folge. Safety Car Madness. Ja, das Beschissen an der ganzen Sache ist jetzt,
Jetzt noch ein Safety Car. Ich komme mal nicht ran. Moin, okay. Ich muss auch teilen, das läuft irgendwie alles gerade für mich. Ja, zu gut für dich. Zu gut, aber wirklich. Reifen sind gerade auf Temperatur gekommen. So weit war ich noch nicht mal. Ja, wegen Donald waren die auf Temperatur, weil ich halt viel mehr lenken musste, um vielleicht Outside vorbeizukommen, weißt du? Viel mehr beansprucht. Was ist das für ein Rennen, Chat? Hast du mal gerne Liebe dafür, dieses Rennen? Kann ich kurz stören? Ja, klar. Und zwar ist Folgendes passiert gehabt. Raphael, Luzi und Reason haben eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, gerade weil Jesper wohl abgeflogen ist und die Position vorbeigeben. Der hat Raphael gefragt gehabt, ob die 10 Sekunden removed werden oder nicht. Wenn ihr nicht stoppt, ja. Alles klar, sag ich mal. Weil dann setzt ihr nämlich jetzt was ab. Und das kann ich halt nicht dann reinrechnen. Wenn ihr jetzt draußen bleibt, weil ihr könnt ja rein, theoretisch konntet ihr ja beim letzten Safety Car schon durchfahren, dann bleibt bitte jetzt draußen, dann geht nicht rein. Alles klar, sag ich Bescheid. Danke. Bitte. So, es haben vier Leute, haben eine Ding. 10 Sekunden Strafe. Gut, die kann ich rausrechnen, das ist kein Thema. Wicked Rennen, ey, das Rennen ist wirklich wicked. Wie hält man die Temperatur? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe die vorhin so schön ein Window bekommen, muss ich sagen. Zumindest mal die Vorderreifen waren auf guter Temperatur. Dann so, wo das Safety Car reinkam, ist auf einmal alles abgekühlt. Digga, kann das Safety Car mit rein, Alter. Ja, die Temps sind echt unmöglich. Ich sehe aber auch keinen Pause-Menü, also von dem her Ehre an die Leute. In den Bug nicht abusen, kriege ich ein Video, wie Leute den Bug abusen, DSQ, ne, aber direkt. Also, da gibt es nichts zu diskutieren. Keiner benutzt hier Bugs. Also kriege ich ein Video, dass einer die ganze Zeit im AI-Modus war, zum Safety Car. Dass ich damit einen Vorteil erschleichen wollte. DSQ. Bin ich rigoros und Strafpunkt. Tim hat X bei mir. Ja, so aus. Tim hat die Session verlassen. Safety Car in this lap. Und die Frage, ob das bei mir jetzt Internet ist. Erik, du sagst Bescheid, ne? Ja. Danke. Jetzt.
Das war ganz schön knapp. Das war dumm, ey. Fast wäre ich abgeflogen. Nicht abfliegen. Okay, Donald habe ich gekriegt. Oh, du bist jetzt 20 Sekunden. Nein, Donald hat sich gedreht. Hast einen Disconnect bekommen, Tim? Gut, du bist aber, glaube ich, 90% ins Rennen gefahren. Warum hat ein Reason jetzt 20 Sekunden? Warum ist Madman so schnell? Frage ich mich auch gerade. Hast du bei mir kein ERS? Doch. Das wird ja brutal. Das wird brutal. Hat so frische Reifen. Ach, ich weiß warum. Weil ich schon wieder meine ERS nicht angemacht habe. Du hast recht. Ist noch vom alten Game so drin. Ist ja übel dumm. Schöner Voice Crack. Gar nicht aufgefallen. Der Voice Crack oder ERS? Wow, beides. Boah, Algengrütze, das wird auch wieder nix. Goodbye, people. Tschüss. Oh ne, nicht auch noch Reason. Oh doch. Eieiei. Oh. Oh je, das habe ich zu spät gesehen. Uiuiui.
Oh Gott, Emil. Gut gemacht, Madman. Sehr gut gemacht. Schade. Ich musste alles probieren. Sehr, sehr, sehr schade. Ach, damn, Alter. GG's, ey. Ich hätte da aus dem DRS fahren müssen. Ugh. Schade, gut gemacht. Gut gemacht von dem. Warum ist Tim erster bei mir? Ja, bei mir auch. 40 Sekunden, Respekt.